Herzlich willkommen zurück hier bei einer weiteren Folge zur Transportfieber. Kleines Problemchen. Ich habe aus Versehen, ich habe jetzt 4-5 Folgen aufgenommen am Stück, habe auch schön gespeichert und die Aufnahmen sind weg. Das heißt, Neubeginn. Ich bin richtig stinkig auf mich selber. Na gut, machen wir es halt nochmal. So, gehen wir hier ran. Große LKW-Ladestation. Große LKW-Ladestation. Große LKW-Ladestation. Kleine LKW-Ladestation. In feucht. Nicht nass, sondern nur feucht. Ich frage jetzt, liefern wir das hier außen an? Machen wir es gleich vernünftig? Und verteilen es in die Stadt? Oder packen wir ein Depot hier zum Verteilen direkt in die Stadt rein? Ich würde sagen, wir packen hier so. Stopp, das muss doch ins Industriegebiet. Linie 2 ist feuchte Ziegel, nein, ziegelfeucht, und das hier ist Steineziegel. Depot setzen wir uns dahin. In einem angenehmen Gelb. Zehn Stück. Und in einem angenehmen Grün. Zehn Stück. Starten wir das mal. Vielleicht hätten wir hier gleich und sofort Erweiterung in Auftrag geben sollen. Aber die Frage ist, ihr fahrt jetzt. Okay. Gefällt mir, ist in Ordnung, passt. Sogar noch mehr Ziegel. Haben wir hier auch irgendwas in Richtung Waren?
Stahl. So, die nette Geschichte ist, wir kommen von dort. Wir kommen von dort ist gar nicht weg. Gammeln, Thesen, Feucht, Lloyds. Feucht Möglens. Feucht Stern hier hoch. Feucht Königshof, Wilmersdorf. Und dann vielleicht nach links weg. Feucht wird Hauptstadt. Haben wir gerade beschlossen. So, die ersten 10 sind gleich unten. Dann nehmen wir hier nochmal ein besseres Gelb. Weiter war es gleich mal. Dann müssten wir über Stennen gehen. Aber hinkriegen. Geschäfte sind ziemlich zentral in der Mitte. So, bloß jetzt habe ich das falsch wieder gebaut. Nein. Brauchen wir Linien. Da, nach da, nach da. Rot. Stenn. Feucht, Stellen, Verteiler. Straßenfahrzeuge, Pferdefutter, Brotstellen, helles Grün. Zurück. Blau. Und auf den Verteiler.
So, Ertrag. Der Verteiler ist jetzt natürlich dann ganz schlecht. Aber das bekommen wir hin. Den Verteiler bekommen wir hin. Der Verteiler wird uns jetzt am Anfang erstmal Geld kosten. Das ist klipp und klar. Weißt, da geht's gleich rund. So, ohne Kredit haben wir jetzt dort alles relativ gut aufgebaut. Wird uns jetzt aber wahrscheinlich noch mal eine gute 500.000 kosten. Also einen Kredit müssen wir auf jeden Fall noch aufnehmen. Bis die sich hier durchgedrückt haben, das wird eine Weile dauern. Gehen wir da noch mal ein bisschen Gas drauf. Gut, die kommen hier noch relativ unregelmäßig an. Aber ihr macht schon Gewinn. Steinziegel, ziegelfeucht. Die hatten noch keine Ziegel hier gehabt, ne? Doch, die haben schon Ziegel. Ich glaube, dann bist du der Erste, der Ziegel da eher hinbringt. Feuchte Ziegel. Du bringst schon gut was ran. Ziegelfeucht macht schon Einnahmen. Jawohl.
sobald ihr da oben angekommen seid. Ah, ihr habt sogar hier schon was liegen. Ja, traumhaft. Damit sind die auch alle schon voll. Mehr Baumaterial abzutransportieren, aber wir haben hier keine Steine liegen. Aber Baumaterial haben wir da liegen. Das bedeutet für mich doch eher, wir müssen mehr Steine anliefern. Oder sehe ich das falsch? Haben wir da. So, sobald die anderen beiden Linien anlaufen, sind wir hier auch im Betriebsgewinn plus. Die haben sich jetzt hier schon gut verteilt. Feucht 50% und der Verteiler hat da auch schon was liegen. So, der Tross bewegt sich jetzt Richtung Bauernhof dort oben. Du machst 100, hast keine Veränderung geplant. Du machst 100, ist geplant. Okay. Die ersten Verteilerkutschen sind schon auf Weg zurück. Aber wenn sie dann jetzt hier oben wieder ankommen, mit Ziegeln, gibt es dort auf jeden Fall schon Möglichkeiten. Okay, hier gibt es mehr. Potenzial ist da. Das heißt, Feucht sollte sich jetzt auch anfangen zu... oder auch nicht. Gut, es dauert jetzt auch noch eine ganz kleine Weile, bis dann... Ich nehme noch mal 500.000 auf. Verteiler. Ziegel.
brauchen wir ein paar mehr Steine. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Ich bin Opa und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.